Back in Hamburg City. Es ist Dienstag und es ist early in the morning, aber die Sonne scheint. 10 vor 8. Push Day Action heute. Ich habe richtig Bock, immer wenn die Sonne scheint, habe ich mein erstmal Stimme wiederfinden. Habe ich mein Natural Pre-Workout Booster am Start. Nämlich die Sonne. Mit dem Voice-Over. Das war der Push-Day am Dienstagmorgen und ich habe wie immer eigentlich, wenn ich den Fokus auf der Brust habe und nicht die Overhead Press mache, fange ich mit der Schrägbank-Variante an und habe da jetzt 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen angepeilt, 32,5 Kilo, wie ihr seht. Mir geht es nur darum, die Kraft zu halten. Hat immer noch ganz gut geklappt an dem Tag. Da war ich mit happy. Jetzt nicht nichts übertrieben ähnliches. Dann wieder meine Lieblingsvariante an der Dip Machine oder selbstgenutzte Dip Machine. Die merke ich immer noch richtig gut, wenn man den Winkel richtig gut gefunden hat. Da sieht man das jetzt so ein bisschen besser. Kann man sich so vorstellen, es gibt so eine Hammer-Strench-Maschine, so die eher so den unteren Brustanteil akzentuiert. Da sieht man jetzt so, wenn man den Hebel richtig hat, ist es da ziemlich ähnlich. Ich merke das so im unteren Brustanteil richtig, richtig gut. Zack, muss man halt darauf achten, dass man nicht zu weit drückt, damit die Schulter, das vordere Schulteranteil nicht mit reinkommt. Wie gesagt, probiert's aus. Tipp von mir, richtig gut für die Brust. Dann wieder habe ich mal klassischerweise die Flies mit reingebracht, ganz klassisch, da Tipp von mir, immer über die Ellbogen führen, stellt euch vor, ihr bringt die Ellbogen zusammen, nicht unbedingt diese Handflächen und immer schön, dass die Brust stolz nach vorne raus, die ganze Zeit auch auf dem Weg nach hinten in den Stretch, Brust raus, zack, maximale Kontraktion, der Klassiker für die Isolation und für eine weite Brust. Was habe ich denn noch gemacht? Zack. Davon habe ich, glaube ich, auch klassischerweise 3 Sätze. Ich glaube sogar eher so 12 Wiederholungen gemacht. Das mache ich im Moment halt eher nach Feeling. Keine Progression jetzt in der Diät. Wenig drin im Moment. Die Brust war ganz gut voll. Der Pump ist langsam nicht mehr da wirklich, weil die Carbs auch einfach fehlen. Jetzt bei 200 Gramm Carbs ist da nicht mehr viel mit Pump. Dann meine Lieblingsübung, wenn ich nicht die OHP mache, nämlich die einarmige Shoulder Press mit der Kurzhantel. Und da seht ihr schon, ich versuche ganz den Rumpf so strikt wie möglich zu halten, damit ich keinen Schwung holen kann aus den Knien oder durch irgendwelche Schwungmuster aus dem Rumpf. Und dann seht ihr mit 15 Kilo sieht jetzt nicht viel aus, aber da brennt die Schulter schon richtig gut, wenn man da kein Momentum drin hat, wie ich es da jetzt versuche. Also maximal den Hintern anspannen, Bauchdecke rauspressen, intraabdominalen Druck erzeugen und dann pushen, pushen, pushen. Und dann ist die Schulter schön voll danach. Und zum Schluss habe ich mal wieder was experimentiert. Seithebe-Variante mit gerade mal 3 oder ich weiß nicht, waren es 4 Kilo Hanteln. Wirklich nur mit 3 Fingern locker halten und dann ins Seitheben rein. Und ich kann nur sagen, mit dem minimalen Gewicht hat mein mittlerer Delta, der seitliche, da richtig fies gebrannt. Also probiert es mal aus. Auch gut für alle, die so ein bisschen Schulterprobleme haben. Wenig Gewicht. Maximale Spannung auf dem Zielmuskel.
auch da noch mal 3 Sätze gemacht. Alright, wir sehen uns gleich im Video, wenn es wieder ans Essen geht. Ja, immer nach dem Training kommt das Essen. Heute gab es Low Carb Burger, das seht ihr aber gleich. Und ja, viel Spaß mit dem Rest des Videos. Tschüss. Ich liebe ja Burger, aber da die Carbs jetzt langsam immer weiter droppen, habe ich mir mal ein Rezept rausgesucht, um mir so einen eigenen Burger-Bun zu machen. Ich teste jetzt mal, ob der gut ist und dann sage ich euch, ob das vielleicht eine richtig geile Variante ist. Oh, mega Cut auf der Nase. Keine Ahnung, was da passiert ist. Heute Nacht Schlaf gewandelt, keine Ahnung. Und ich muss zum Friseur auf jeden Fall. Ich schneide ihn jetzt mal auf und dann gucke ich mal, ob der gut ist. One second. Dann verrate ich euch natürlich, wie ich den gebastelt habe. Wäre natürlich noch schöner, wenn er ganz geblieben wäre. Aber wenn man das jetzt durchschneidet, kann man das durchaus als Burger-Bun nehmen. Ist halt so ein bisschen fluffiger, wie ihr sehen könnt. Da ist leider der Rest. Da arbeiten wir noch dran. Mal gucken, ob man da ein bisschen Öl reinmacht. Das Ganze ist quasi Dinkelkleie 60 Gramm, Magerquark, 2 Eier, 2 Eiklar und ein bisschen Backpulver, 3 Teelöffel und Gewürze. Und das ist nicht nur einer. Ich schätze mal, das sind 3 so eine Dinger, wenn die so aufgehen. Ja. Macros habe ich noch gar nicht gecheckt. Dinkelkleie ist halt extrem ballaststoffhaltig. Deswegen nicht so viele Carbs. Auch geil für alle Leute, die halt immer ihr Fiber nicht hitten. Oder auf ihren Ballaststoffgehalt am Tag kommen. Immer aus dem Englischen raus hier. Ich mache jetzt gerade noch Pulled Pork, Potato Wedges, as usual, my diet food. Und dann probiere ich das mal aus, ob man da geile Burger draus machen kann. So, mit Brille sehe ich natürlich wieder besser. Ich brauche mal Kontaktlinsen. Noch ein kurzer Tipp für alle, die das Protein-Eis machen und das noch eisiger haben wollen. Bananen einfrieren. Und wie man das am besten macht, zeige ich euch mal. Holt euch so eine Allzweck-Gefrierbeutel. Und dann, also das sind echt die besten, einfach die Bananen schnappen. Die Dinger häuten. Und dann ab in den Beutel. Und dann tut ihr das Ganze einfach in den Tiefkühler. So bleiben die halt auch fresh. Und ihr könnt das einfach entnehmen. Und in diesen Gefrierbeuteln werden die auch nicht zu frozen. Also es gibt manchmal werden. Ich habe das mal in anderen Beuteln gemacht, da sind die richtig hart geworden. So dass man sie fast gar nicht mehr nutzen konnte. Und als Tipp auch immer erst einmal umklappen, wenn ihr das nicht voll macht, damit die Luft raus ist. Dann zumachen. Und dann habt ihr eure Frozen Bananas. Kommen jetzt ab in Tiefkühler. Alright, Round 2 Low Carb Burger Buns oder Brötchen oder wie man es nennen will. Ihr seht schon, das Ding ist jetzt leer. Und das Brötchen ist entsprechend rausgekommen. Ich habe es ein bisschen eingeölt, dann klebt das halt auch nicht. Und wie das Brötchen von der Form aussieht, das könnt ihr halt entscheiden, indem ihr das Behältnis wählt halt, ne? Ich wollte jetzt mal so ein bisschen wie diese Toasties haben. Da muss ich nochmal entsprechend ein rundes Behältnis, irgendwas gucken, was so richtig round ist. Damit es richtig brötchenmäßig ist. Ja, das ist jetzt so die erste Edition. Da mache ich jetzt 2 Burger draus mit Pulled Pork. Und hab jetzt die Kalorien noch gar nicht so auf dem Zettel. Ist halt High Protein und Low Carb High Fiber. We will see.
Alright, Meal is ready. So sieht das Ganze aus. Noch mit Sauerkraut, Pulled Pork und Käse. Und da als Tipp, habe ich heute schon mal ausprobiert, nachdem die Potato Wedges aus dem Ofen sind. Das Licht wieder von hier besser ist, von hier. Ich kann es mir nicht merken. Die nochmal 5 Minuten in den Ofen, der noch ein bisschen warm ist, reintun, dann werden die nochmal so ein bisschen knuspriger, weil die sonst ein bisschen fluffig, feucht noch sind. Ja, jetzt probiere ich sie aus und ich bin schon ganz gespannt. Leute, back im Auto mit mir again. Hab das, die kleinen Ausschnitte vom Push-Training gesehen. Und jetzt geht's ab ins Personal Training um jetzt 14 Uhr. Viertelstunde muss ich da sein. Ein bisschen spät dran. Aber ich dachte, ich höre gerade mal so ein paar nette Tunes. Und ja, dachte ich, frag euch mal, was so eure Lieblingsmusik ist fürs Training, ne? Mal aufs Training gemünzt. Was hört ihr am liebsten? Rap, Elektro, was auch immer. Ja? Schreibt mal die Tipps in die Kommentare, weil ich immer wieder Musik suche, die beim Training motivieren. Ich selber höre ja am liebsten Rap, Hip-Hop, R&B sogar ab und zu beim Training. Ein bisschen auch elektronische Musik, aber beim Training nicht so viel. Ich brauche irgendwie doch so ein bisschen Text dabei. Irgendwas, was ein bisschen anspornt beim Training. Aber schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr gern hört. Good evening, Freunde der Cravings. Ich habe Cravings in der Wettkampfdiät. Und ich habe extrem Bock auf Schokolade. Ich habe gerade heute einen geilen Tipp von meinem Mann Marcel gekriegt. Santangam. Und jetzt gibt es... Was gibt es da? Kakao. Kakao. Schokoway. Absolut. Hier habe ich noch von der Fibo. Und Flav Drops Chocolate Peanut Butter. Und das Santangam wird da, glaube ich, jetzt, ich hoffe, so einen richtigen Schokopudding draus machen. So, ich würde mal sagen, Projekt Glück, Santa Magic once again. Jetzt kommt der Test, ob das auch schmeckt. Die Konsistenz, richtig schön Pudding. Santam rettet dich oder mich. Ja, probiert's mal aus. Hab jetzt so 1,5 Teelöffel dafür benutzt. 300 ml Kakao. Dieser von Immergut hat nur auf 100 ml 38 Kalorien und das sind auch, ist auch nur Zucker, also Carbs 6,8. Und 100 ml Wasser, 10 Eiswürfel, 20 Gramm Whey. Ja, habe ich was vergessen? Ja, Kakaopulver 10 Gramm. Das war jetzt nicht, das war nur schwach entölt. Fett war aber auch noch offen. Yes, try it. See.